Umweltverschmutzung von Sarah und Mara, alle 10 Jahre alt. Vorgetragen von Green World Facts TV. Riechst du, wie das Wasser stinkt, wenn das Boot im Meer versinkt und das Öl das Meer bedeckt, was den Vögeln gar nicht schmeckt? Wenn die Fische wühlen im Dreck, sind die Vögel schon verreckt. Bis sich endlich etwas tut, schwimmen die Fische bereits im Blut. Hörst du, wie das Auto brummt und die Biene traurig summt? Bäume alle voll mit Abgasen, wie der hellbraune Rasen. Dies ist ein Gedicht, welches von 4 10-jährigen Kindern entworfen wurde. Und ich finde, dafür ist es sehr gut geworden. Ich finde es sowieso sehr lobenswert, wenn sich Kinder schon in jungen Jahren dem Umweltschutz zuwenden und dort aktiv sind. In dem Gedicht geht es einerseits um eine Ölkatastrophe, andererseits aber auch um Emissionen. Öl ist ein riesiges Problem, weil ein Austreten in der Natur verheerende Folgen mit sich bringt. Ein Tropfen Öl verschmutzt bereits 60.000 Liter Grundwasser. Außerdem verklebt es Vögeln die Federn. So sterben viele Tiere bei einer Ölkatastrophe. Das war Tierchen 4. Wir hören uns morgen wieder. Bis morgen.